Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Surge. Wir haben uns jetzt schon mal ein bisschen aufgemotzt, denn jetzt geht's richtig los. Wir versuchen drei Gegner auf einmal. Komm jederzeit wieder. Ihm gerne sogar. Ich wusste gar nicht, dass ich durch die Wand hier durchspringen kann. Wir versuchen jetzt zwei Gegner, beziehungsweise drei Gegner, zwei normale mit Exosuits und einen Robby, irgendwie ins Gesicht zu treten. Ich habe definitiv noch keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Hallo? Ich kann sagen, lässt du mich mal kurz nach unten gehen, das wäre gar wunderprächtiger Natur. Aber irgendwie werden wir es schon schaffen. Wir haben ja immerhin, Hallöchen, die Möglichkeit, jetzt ganz schnell zu sein. Okay, das war ein bisschen zu schnell für ihn. Das hat er nicht ganz gerafft. Okay, macht nichts. Den da oben mal in Ruhe lassen, jetzt bin ich gerade am überlegen, wo war denn das? Nach links mussten wir diesbezüglich. So, nach links. Darum und du bist Gegner Nummer Uno. Aber ich weiß auf jeden Fall. Creo ist nicht nur eine Firma, sondern ein Lebensgefühl. Oh, hier? Hier bist du nicht einfach irgendwer. Du bist jemand. Jemand okay. Wichtiges. Bei Creo geht es um euer Wohl. Und zwar Körper und dein Arm muss weg, mein Freund. Aua. Hier seid ihr Familie. Hier seid ihr Familie. Oder etwa nicht. Okay, gut, vergiss es. Der war aber gerade nochmal aufs Leder. Der Mann ist hart. Der Mann ist hart. Eventuell hätte man doch auf was anderes setzen sollen, aber egal. Ich möchte mit Geschwindigkeit punkten. Bitte, vergiss nicht. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität. Und ah, ja. Sollte auch deine sein. Ja, nee, ist klar. Also wenn ich mir das Ganze hier so angucke, ist Sicherheit hier gerade irgendwie das Letzte. Bei den ganzen, ich sag es mal, Zombie-Roboter-Viechern irgendwie hier. Da kannst du mir ja viel erzählen. Aua, aua, sag mal. Au. Merke. Ich muss eventuell lernen zu dodgen, mich zu verteidigen. Mal irgendwie Tempo rauszuholen aus dem Ganzen, aber ich möchte eigentlich nicht. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität und sollte auch deine sein. Okay, so kann man auch noch abblocken und alles, aber ich bin eigentlich nicht so der Blocker, muss ich gestehen. Ich mag es eigentlich eher, auf den Gegner zuzurennen und vielleicht mal wegzuspringen. Das machen wir jetzt mal. Das probieren wir aus. Zweimal angreifen, wegspringen und gucken, was passiert. Das ist der Kopfschwell. Ah, warte mal, ein rechter Arm zum Beispiel. So, wird doch ein Shoot raus. Huppale. Einmal ums Eck rum gebasht, läuft. So können wir das liebend gerne öfters machen. Und rennen können wir ja bis zum Umfallen. Oh, ich liebe diesen Süd jetzt schon. Ich liebe ihn jetzt schon und wir müssen rumspringen. Wir müssen definitiv rumspringen. Creo ist nicht nur eine Firma, sondern ein Lebensgefühl. Hier bist du nicht einfach irgendwer. Du bist jemand. Jemand Wichtiges. Hallöchen. Bei Creo geht es um euer Wohlergehen. Und zwar für Körper und Geist. Hallöchen, du möchtest doch bestimmt sterben. Hier seid ihr Familie. Hier seid ihr daheim. Doch, haha, einmal durch den Körper durch und weg mit dir. Warum viel Geld? Dankeschön. Oh, war da was? Nein. Okay, gut. Okay, wir wissen, ums Eck rum steht der Nächste. Und was den Urlaub angeht, na komm, ich möchte dich anvisieren. Dankeschön. Mit Creos Dream Tour System, kurz DTS, bereist ihr jeden Ort auf der Welt. Hallöchen, hallöchen, hallöchen. DTS. Ihr seid am Strand von Rio. Oh, das haben wir gleich. Etwas mehr Kultur. Au, okay, vergiss es. Schön Paris. Oder was mit einem Besuch im Kolosseum auf der Höhe des Römischen Reiches? Vergiss es, mein Junge. Hua, Hilfe. Ups, nicht mehr. Eure Wünsche. Und exekutieren. Dankeschön, das wollte ich gerade sagen. Also langsam könnte man doch mal auch wieder das mal ausreißen. Renobus-Modul, habe ich das schon? Was immer ihr auch tut. Oh, schade. Das wäre, ja, ein Klick entfernt. Das ist auch schön. Zu viele Klicks sind aber wiederum nicht schön. Aber warum muss ich jetzt überhaupt hier gegen Roboter ankämpfen? Das ist blöd, das sind überhaupt. Und zwei Raketentypis. Oh, Hallöchen. Hallöchen aber auch.
Piu Piu. Ich glaube, mit dir muss ich etwas. Ey. Kommst du her? Put. Nein. Du kommst. Du bleibst schön hier. Ich glaube, ich spinne. Auf dich werde ich jetzt einschießen und zwar massivst du. Piu Piu. Könnt ihr vielleicht ein kleines bisschen dauern? Mit Beton auf ein kleines bisschen. Halt. Hey. Ja, ich weiß, das gefällt dir nicht. Das gefällt dir ganz und gar nicht, was ich mit dir abziehe. Aber du musst halt doch. Ey. Au. Das war definitiv nicht gut mit ihm hier. Okay. Wir probieren was komplett anderes aus. Ich probiere es mal durchzurennen. Ich meine, die haben zwar Raketenwerfer, aber mit ganz viel Glück könnte ich es auch so schaffen. Weil ich muss ernsthaft gestehen. Ich habe definitiv keinen blassen Schimmer, wie ich es schaffen soll, gegen die drei gleichzeitig anzutreten. Überhaupt nicht, weil wenn es zumindest keine Raketenwerfer haben, wäre es ja schon mal etwas. Aber mit Raketenwerfer und dem Roboter auch noch daran noch. Ich würde mal behaupten, das geht nicht gut aus. Ich sehe ja schon, wie ich gegen den einen hier immer so ein bisschen am Ablosen bin. Oh, aha! Hopp, das geht auch noch irgendwie. Also ich block ja schon die ganze Zeit eigentlich, aber... Ihr merkt, ich bin kein Blocker. Ich bin einfach eine feste Wand. Eigentlich müsste ich wahrscheinlich den Rhino-Kampfanzug nehmen und mit dem einfach nur drauf donnen bis zum Umfallen und hoffen, dass mich nichts angreift. Gib Acht auf deine Kollegen. Sie geben Acht auf dich. Null Fortschritt. Gefällt mir nicht. Ich bin mir ganz gar nicht. Na komm, geh hoch. Put, dankeschön. Ich merke schon, es war am Anfang doch die richtige Entscheidung, den schweren Typi zu nehmen und nicht den agileren von beiden. Au, komm schon. Und exekutieren, weg mit dir. Bingo. Wer braucht schon Körperteile von jemandem wie dir? Niemand, absolut niemand. Okay. Operation Virendo. Ob es was wird, weiß ich nicht. Ich könnte natürlich... Ach, Hallöchen. Creo ist nicht nur eine Firma, sondern ein Lebensgefühl. Ich hoffe mal, ich habe ein richtiges abgeschossen. Hier bist du nicht einfach irgendwer. Du bist jemand. Jemand Wichtiges. Ach, dein Arm. Ach, dein Ärmchen. Dein klitzekleines Ärmchen. Creo ist mehr als nur ein Job. Und weg mit dir. Nicht fallen gelassen. Schade, es wäre jetzt zu schön gewesen, um wahr zu sein. Okay. Du, mein Freund, hast einen Körper, der angreifbar ist. Also werde ich ihn auch angreifen. So gut, wie ich nur kann. Ich glaube, die Schwachstellen, auf denen sollte ich mich konzentrieren. Scheiß auf das bisschen extra, was ich bekommen könnte. Okay. Ach, jetzt bekomme ich auf einmal ein E. Okay. Na, das nützt mir aber nicht so viel. Der Text ist zwar schön und gut, aber das war's auch schon. Okay, wie mache ich das am klügsten? Wie kann ich jetzt nur den mittleren holen? Kommt der vielleicht rechts? Oh, wenn jetzt nur er herkommt, das wäre schon mal schön. Oh, komm schon. Nope, dich möchte ich gar nicht. Dich möchte ich nicht. Verschwinde. Hobby, verschwinde. Hau ab. Keiner mag dich. Keiner hat dich lieb. Oh, Hilfe. Und exekutieren. Dankeschön. Oh Gott. Nein. Verschwinde, geh zurück. Genau, geh zurück. Hau ab. Okay, wie mache ich jetzt euch beide fertig? Ich möchte mich eigentlich nicht mit dir anlegen. Huah! Au, ach komm schon, ernsthaft. Huppele, und tschüss. Ich bin weg, ihr könnt mich kurzweise, ich bin weg. Recyclinganlage. Jupp, ich bin in der Recyclinganlage, dankeschön. Aber ich hätte doch lieben gerne das, was die haben.
man da irgendwie reingehen? Nein. Hier auch nicht. Kann ich irgendwie was aufmachen? Nein, aber irgendwas gefällt ihm hier ganz gut. Da möchte ich noch hier... Meine Güte, hat mich das jetzt erschreckt. Ich habe schon einen Herzinfarkt bekommen. Ah! Ich will doch alle hier nur verarschen, so wie es ausschaut. Aha, doch richtig gewesen. Ein kleiner Schrotthaufen, Hightech-Material. Komme ich da irgendwie... Da komme ich aber auch nicht durch. Okay. Das dann wieder auf einer anderen Seite. Euch zwei habe ich gut umgangen. Das heißt, fürs nächste Mal genau das gleiche nochmal machen. Ihr seid nämlich etwas solide aufgebaut, sagen wir es mal so. Aber was können wir hier? Wir haben Creo. Habe ich in Creo. Ihr lasst mich jetzt aber bestimmt in... Hallöchen aber auch. Huah! Auf den Körper angegriffen. Und den Körper niedergerissen. Mehr brauche ich auch nicht von dir. Mehr brauche ich auch nicht. Definitiv beidseitig montiert Level 6. Das freut mich doch mal zu hören. Und ein Zweihänder habe ich noch nicht weiter hochgebracht. Brauche ich auch nicht. Was bist denn du Schönes hier aufheben? Wolfram Mark 1. Ja, nicht unbedingt schlecht. Hallöchen. Ja, erst lässt Ferguson uns sitzen und dann sind wir wieder beste Kumpels und sollen zur Party. Der kann sich ficken. Hör dir den Scheiß an. Hey Leute, wie ihr wisst, ist nächste Woche mein Geburtstag. Was glaubt ihr, wer er ist nach all dem, was er abgezogen hat? Es gibt massig Kuchen, also bringt jede Menge Hunger zum Pausenraum 12. Hoffe, der stickt an. Erst die Drohnen, dann John und jetzt unser Lohn. Der Wichser hat eine Schraube locker, wenn er glaubt, das ist vergeben und vergessen. Und irgendwann schnapp ich mir meine Werkzeugkiste und zieh sie ihm fest, das sage ich dir. Wow. Okay, gut, das sind gewisse Aggressionen hier im Spiel, die ich nicht für gut heißen kann. Definitiv nicht. Oh, kaputte Roboter. Da ist nichts. Muss immer. Ja, nee, ist klar. Da steht einer mit dem Raketenwerfer ums Eck rum. Kriegt er mich hier? Hoffentlich mal nicht. Okay, ich weiß nicht, was das mir gebracht hat, aber es hat funktioniert. Okay, und nach da hinten möchte ich auf jeden Fall, da blinkt was, aber ich möchte zuerst mal den hier kaputt machen. Jetzt ist die Frage, auf was gehen wir denn los? Auf dem linken Arm, würde ich mal behaupten. Huah! Ha, das kommt davon, wenn man sich denkt, ins Eck gehen zu müssen. Und mal wieder darf ich nicht den Raketenwerfer bedienen. Ach, das ist doch unfair. Und Hilfe! Okay, mein Freund. Wie kann ich dich ausbuxieren? Eventuell so und so und so und yep, definitiv. Taktischer Omniboost. Was ist denn ein taktischer Omniboost? Lass es uns herausfinden. Taktischer Omniboost. Verbessert die Waffenkenntnis, überstehe bei Einheiten Zweihänderwaffen. Das ist natürlich nicht schlecht. Oh, cool, Kalender. So, das kann man immer gut gebrauchen. Und der Mann wurde mehr als abgeschnetzelt. Der ist mehr als abgeschnetzelt. Oh, posier mit einem Schweißroboter. Okay, gut. Wer es möchte, darf es ruhig machen. Nein, wir lassen das zu. Wir müssen da nicht unbedingt das Tor aufmachen, weil mit dem Roboter möchte ich mich auch nicht anlegen. Da kam bisher nie was Gutes dabei raus. Da ist ne. Dann halt nicht. Ich gerade sagen, die will sich bestimmt mehr anlegen. Wenn nicht, dann nicht. Hallöchen, euch kennen wir doch. Euch kennen wir doch zu Genüge. Was ist das denn? Oh, ein Schrotthaufen? Okay, hier irgendwas drin? Schade, es wäre zu schön gewesen, wahr zu sein. Wow, also mit euch beiden? Und dann sind noch mehr Roboter. Oh, kommt schon. Warum wollt ihr mir das Leben so elendig schwer machen?
Könnt ihr mir das mal verraten? So, kann man dich irgendwie überraschen oder sowas? Einmal abgeblockt, einmal durchgezogen und nochmal durchgezogen und weg mit dir. Oh, sogar was fallen gelassen. Ein bisschen Schrott. Ein bisschen Schrott ist immer gut. Auf was hast du hier geguckt? Auf nichts, wie es ausschaut. Und hier komme ich nicht rein von der Seite, dann müssen wir von der Seite aus reingehen. Da kann man nur runterfallen. Huiuiuiui. Man sieht Fällungsfabrik, jede Menge Roboter. Hier ist nochmal Ben. Ich warte immer noch bei den Fernzügen. Ich will versuchen, mich zu den alten Biolaboren durchzuschlagen. Okay. Ich hoffe, da ist es sicherer. Ja, das hoffe ich auch mal. Aber ich gehe nicht ohne euch. Ich weiß, Recycling und die Abfalllager sind ein finsteres Loch. Aber sobald ihr da durch seid, wird es besser. Möchtet ihr die alle nach da unten jagen? Zu den beiden Soldaten? Habe ich da was falsch mitbekommen? So, was ist mit dir los? Aber Hallöchen. Kann ich dir irgendwie in den Rücken fallen oder so? Wäre das eine Sache, die man mit dir abziehen könnte vielleicht? Oh Gott! Wo kommst du noch einmal her? Hallo, könnte ich mich vielleicht ein bisschen freier bewegen? Das wäre gar wunderprächtige Natur. Und finishen, Nummer 1, Dankeschön. Es... 1-1-1, ein Wegspringen 1 drücken. Und hier auch der nächste. Huiuiuiui. Das war nicht schön. Das war definitiv unschön. Huiuiuiui. Square Boosting. Noch ein Brustmodul. Okay, zumindest 2 Brustmodule bekommen. Auch wenn das jetzt eigentlich nicht von mir beabsichtigt war, so viel Schaden anzurichten. In so einer kurzen Zeit. Hm? Achso, Hallöchen, was bist du denn? Audiolog. Oh. Mit den angesetzten Überstunden verlassen sich meine Leute mehr und mehr auf ihre Implantate. Aber ihr Verhalten wird zunehmend unberechenbar. Der Zeitplan sollte nur vorübergehend sein. Jetzt sind es schon Monate und keine Atempause in Sicht. Ich mache meinem Team keine Vorwürfe wegen der Implantate, aber die Nebenwirkungen werden immer deutlicher. Es gab sogar Schlägereien. Und manche von den Jungs benehmen sich schlichtweg seltsam. Wir werden richtige Probleme kriegen, wenn nicht bald was getan wird. Und ich werde dafür nicht verantwortlich sein. Okay, wie man sieht, Kyo hat etwas das Tempo angehoben. Und ein bisschen zu sehr. Das ist natürlich nicht so gut. Rückensteuerung. Warnung! Kanalbrücken im Recyclingbereich werden ausgefahren. Okay, keine Ahnung, wo das jetzt war. Irgendwas hat sich auf jeden Fall irgendwann aufgefahren. Soll ich es auch mal nicht nein dazu? Sollen wir die Kanalbrücke nach unten gebracht? Und was bist du? Achtung! Neuzuweisung der Aufträge für die Schmelzroboter bestätigt. Das heißt, die Schmelzroboter sind jetzt mit was anderem beschäftigt irgendwie? Ich habe keine Ahnung. Ich habe dir einfach mal irgendwas gegeben. Und hoffe, es war richtig. An der Maybay kannst du dein Injektion wieder auffüllen. Okay, das möchte ich aber noch nicht machen. Mit Betonung auf noch nichts. Es kommt noch. Was bist du? Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Knopf hier gemacht habe. Also ich habe jetzt auf jeden Fall jede Menge Sachen gedrückt und geregelt und kontrolliert. Aber was ich schlussendlich hier gemacht habe... Ich habe absolut keinen Schimmer. Oh, aber eins weiß ich. Ich habe die Tür hier aufgemacht. Hahaha. Bestimmungslink Nummer 2. Okay, heißt, wir können jetzt halt wieder hier hinkommen. Falls doch mal irgendetwas sein sollte. Jetzt guck mal, wo komme ich denn hier hin?
Ein Aufzug. Bitte haben Sie etwas Geduld. Ich habe keine Geduld. Weiß nämlich, da kommt nämlich gleich was raus. Doch nicht? Okay, vielleicht kommen wir nicht mehr rechtzeitig hoch, deswegen einmal kurz auffüllen alles. Ich bin mal gespannt, R. Oh. Lalalala. Ich mach Nachtsichtmodus. Da sieht keiner was. Hallo? Ach, jetzt bin ich hier unten, okay. Das ist eventuell nicht schlecht. Wir kommen hier rüber und kommen auch hier hoch, so wie es ausschaut. Was es mir bringt, ist natürlich das nächste. Ach, Hallöchen, aber auch. Kinematische Verstärkung, okay. Ach nee, du willst dich nicht mit mir anlegen. Nee, 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 nee. Definitiv. Oh, du auch nicht. Du willst dich auch nicht mit mir anlegen. Ich muss nur ganz kurz hier vorbeilaufen. Dankeschön. Dankeschön. Alles ist gut. Alles ist fein. Der große Bubi soll es sein. Ah, da möchte ich auch nicht entlang. Und zack, 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 zack. Ganz schnell weg. Ganz schnell weg. So schnell weg, wie es nur irgendwie geht. Du, mein Freund, siehst mich auch nicht. Du musst mich auch gar nicht sehen. Du, mein Freund, musst mich auch nicht sehen. Nein, 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 nein. Und irgendwo muss ich... Ja, du hast mich hier im Visier, so wie es ausschaut. 1, 2, 1, 2, 1, nicht mit mir, ich bin nicht mit mir. Nein, stopp, 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 stopp. Huah! Huppede, huppede. Nein, 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 nein. Ups, und weggesprungen. Uiuiuiui. Warum sind hier so viele Roboter? Und warum? Ist hier schon wieder irgendwas? Was versteckt ihr hier von mir, Jungs? Was versteckt ihr von mir? Irgendwo da oben. Da komme ich aber leider nicht hin. Irgendwelche Drohnenbauteile? Ich bekomme auch kein Altmetall dadurch, schade. Wäre zwischen gewesen, wenn ich durch die Zerstörung was bekommen hätte. Da unten... Möchte ich jetzt nicht unbedingt hin, wenn es geht. Okay, habe ich davon abgehalten. Ups, einmal rumgesprungen. Aufgehoben. Bluthund erhalten, Hallöchen. Moment, Bluthund, was ist denn ein Bluthund? So, ich habe nur die Baupläne dafür erhalten. Okay, ist was anderes, das ist was anderes. Ups, oder? Ich habe gesehen, wie er es gemacht hat. Warum sollte ich mir das ausdenken? Die anderen haben ihn auch gesehen. Es ist bloß ein Typ. Es ist immer das Gleiche. Die Körper zerstückelt, fehlende Gliedmaßen. Weiß Gott, was der mit denen macht. Ich weiß ja, diese Liberator-Sache ist Jahrzehnte her. Aber was ist, wenn er zurück ist? Was, wenn er nicht nur ein Märchen ist? Was, wenn er real ist? Was, wenn dieser ganze Mist wegen ihm passiert ist? Hm? Wegen wem? Moment. Vor 10 Jahren passiert? Was ist hier passiert? Wer war dafür verantwortlich? Was ist hier passiert? Oh, halt die. Ups. Das war jetzt nicht so gut. Könntest du bitte verschwinden? Ich möchte nämlich wissen, was der Kerl da unten im Eck zu tun hat. Das möchte ich nämlich wirklich gerne wissen. Lässt du mich in Ruhe? Jep, lässt du mich? Ist auf jeden Fall aufgestanden. Das heißt, du solltest eigentlich angreifbar sein. Hallöchen. Hallöchen, ich möchte dich bitte... Nein, nicht dich. Nein, nicht dich. Dankeschön, das wollte ich doch die ganze Zeit haben. Okay. Huah! Bam, bam, bam. Ein bisschen kastrieren. Und abschmeißen. Nein, au, au, au. Mano. Den wollte ich jetzt eigentlich wirklich eine reinpfeffern. Aber so richtig eine reinpfeffern.
Okay, die Frage ist, wo gehen wir jetzt hin? Nach unten oder nach oben? Das wäre jetzt nach unten. Ich habe keinen Schimmer, warum. Hm? Wo? 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 Ach, unter uns jetzt da. Okay, sowas muss ja einmal gesagt werden. Aufheben. Ausdauerbooster. Der ist bestimmt auch nicht schlecht. Oh Gott. Oh je. Oh je. Junge! Au, au, au. Ich habe gerade keinen Lust auf dich. Überhaupt nicht. Weg mit dir. Rhino-Brustpanzer. Wunderschön und ein bisschen Schrott. Eieiei. Ich muss noch ein bisschen aufplustern. Denn so viel muss auf jeden Fall sein. Wo zum Henker? Aha, verstehe. Verstehe. Vielleicht kann ich jetzt durchbrechen. Hier, ich kann hier durchbrechen. Au, okay. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht... Ah, verdammt noch eins. Das Gute ist, ich weiß zumindest, wo in welchem Eck wir jetzt gerade unterwegs sind. Und sollte im besten Fall ziemlich schnell wieder dort sein. Aber davor machen wir jetzt was. Geschwindigkeit ist ja eine nette Sache. Halt die nicht Montage. Das war ich gerade gar nicht. Ist ja eine nette Sache, aber ich hätte liebend gerne das hier. Mehr Power. Bein und Bein. Brusttorso haben wir keinen anderen. Kopf haben wir auch keinen anderen. Okay, heißt, wir müssen wirklich was anfertigen. Schauen wir nochmal. Brusttorso. Anfertigen. Das können wir nicht machen. Das können wir auch nicht machen. Den Arm können wir auch nicht machen. Ach, schade. Vielleicht was aufwerten? Auch nicht. Na gut. Wenn das auch nicht geht, aber beziehungsweise halt, Moment, wir haben doch... Haben wir nicht sogar noch das Schemata für eine Waffe gehabt? Das da hier. Der Bluthund. Ah ne, den haben wir schon. Den haben wir schon. Brustharnisch. Den hier. Okay. Und die Waffe, Bluthund. Ach, da haben wir ihn. Was bist du, nur zweihändig? Der schaut doch böse aus. 60, 34, sehr hoch angeschnitten, sehr niedrig. Ich glaube, das hier, zweihändig. Zweihändig haben wir nicht so viel. Okay. Ich glaube, wir gehen damit mal in den Kampf. Scheiß drauf. Wir helfen gern. Ja, ich hoffe doch mal. Ohne deine Hilfe bin ich nämlich aufgeschmissen. So, jetzt haben wir nämlich ein bisschen mehr Verteidigung. Sollten auch ein, zwei Treffer mehr aushalten. Nachdem ich ja definitiv nicht der Typ bin, der groß durch die Gegend springen kann. Beziehungsweise der groß blockt. Springen kann ich. Nur blocken nicht. Und das ist eine tödliche Kombination. So. Das einmal jagen wir die hier. Hauen wir dir eine auf den Senkel drauf. So, wunderbar. Das hatte ich schon viel Schönes. Das können wir... Ah, genau, wir können jetzt... wir können jetzt nach da hinten durchlaufen. Brauche ich natürlich nur etwas mehr Ausdauer eigentlich für das Ganze. Aber macht nichts. Das kriegen wir auch so hin. Sorle. Das Ding ist offen. Recycling ist offen. Huppale. Aua. Junge. Aua. Jetzt hörst du aber mal auf hier. Okay, gegen ihn hier zu kämpfen ist vielleicht nicht das Klügste mit einem großen Hammer, aber macht nichts. Hammer Time funktioniert trotzdem noch. Wunderbar. Man muss einfach nur wissen, wie man mit seinem Hammer umgehen muss. Okay, wo war denn der andere Kollege? Wo war denn diese dumme Drohne eigentlich? Und... Bam! Huppale, huppale.
Und einmal gekillt. Weg mit dir. Habe ich ihm... Ich habe mir das Beinchen ausgerissen. Das hat er eh nicht mehr gebraucht. Das Bein ist eine Verschwendung für ihn gewesen. So. Weggehämmert. Jetzt muss ich echt mal gucken. Eine Minute... wir haben nicht mehr so viel Zeit. Oh je. Okay, gut. Ich habe zu viel rumgespielt. Ich habe zu viel rumgespielt. Das war nicht schön. Das war nicht fein. Oh, wisst ihr was? Bevor ich... nicht in nächster Zeit noch nicht weiter hochkomme, können wir es auch gleich mitnehmen. So. Ab nach unten. Mir fehlt ein bisschen Aufzugmusik irgendwie. Aber ganz ehrlich, das ist ein Hammer. Das sieht mehr aus wie so ein Raketengeschütz, das man irgendwie vergessen hat mitzunehmen. Okay, Hallöchen, Roboter, Hallöchen, Hallöchen. Au, 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 komm schon, ernsthaft. Hupperle. Durch Katze, ey. Du elendiger Drecksack. Okay. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein ernstzunehmendes Problem. Wie kommen wir jetzt am besten durch? Zweihändig? Nein. 59. Dann nehmen wir lieber ihn hier. 48. Nee, der ist noch nicht... Der sieht zwar cool aus, aber der ist noch nicht so arg hochgepumpt. Okay, können wir da jetzt durchjumpen? Au, 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 au. Au, au, au. Hoppale. Entschuldigung, Entschuldigung, wollte ich nicht, wollte ich nicht. Lalalalalalalala. Es ist schön, wenn mich keiner beachtet. Es ist schön, es ist so wunderschön. So, jetzt da. Dankeschön. Interagieren. Hup. Dich wollte ich nicht. Ich wollte schon den kleinen Pimpf da unten haben. Okay, oder der da hinten. Oder der da hinten. Der wäre natürlich jetzt auch so... Boah. Angeschwindigkeit ist bei allen niedrig. Das war's aber schon. Probieren wir es mit Packs aus. Hallöchen. Du wolltest doch bestimmt sterben. Das sehe ich dir doch an. Und einmal exekutieren, denn deine Energie brauche ich ganz, ganz dringend. Ich habe ihn jetzt ins Nirvana exekutiert, so wie es ausschaut. Also wenn, dann hätte ich gerne ihn hier. Der schon die ganze Zeit versucht, hier irgendwie durchzukommen, aber es nicht ganz schafft. Aua. Komm schon. Junge, Junge. Lass dich und mich nicht zu hängen. Ist ja schlimm mit dir. Okay, wir sehen, wir brauchen definitiv noch mehr Verteidigung. Und da kommen wir nach draußen auch. So nach und nach ergibt doch alles irgendwie keinen Sinn mehr. Ich meine, die ganzen riesigen Sachen, alles sind wahnsinnig geworden. Ist echt auf alles anfällig? Ernsthaft? Okay. Ach, du bist nur ein normaler Arbeiter. Du bist ja gar nichts. Ups, und dein Kopf muss weg. Du hast zwar nichts dran, aber es macht nichts. Warte, kriegen wir trotzdem irgendwas? Ja, zumindest Schrott. Zumindest ein kleines bisschen Schrott. Zeige ich ja auch nicht nein dazu. Was ist das denn? Kennedy überladen. Nummer 10. Das ist doch mal was, womit ich was anfangen kann. Achso, das war bloß ein Schaltkreis. Stimmt, davon gibt es ja auch noch welche. In dem Level halt... Dich habe ich vorhin fliegen sehen. Was bist denn du für ein großer Baby? Ich habe irgendwie ganz spontan Respekt von dir. So ganz spontan. Wo haben wir denn... Ah, Hallöchen. Vanadium-Energiezelle. Und ich befürchte fast, zu dem kommen wir auch noch irgendwann mal. Vanadium-Bionzer. Okay, wir haben was aktiv, wir haben was überladen hier unten auf jeden Fall. Da bin ich ja schon mal stolz auf mich. Das heißt, ich muss jetzt hier nichts mehr machen. Irgendwo hin. Auch nicht. Okay. Hätte ich mich schon fast gefreut darüber, dass wir irgendwas hier machen können, aber nein. Dem scheint nicht so zu sein.
Aber ich kann zumindest interagieren hier. Ja. Hey, ich? Ja? Moment, muss kurz versuchen, diese Box kaputt zu machen. Wie, nur nicht schüchtern. Meine gute Dame, wo sind Sie denn überhaupt? Sie reden hier mit mir und verschweigen mir einen Aufenthaltsort? Au. Ich merke, Giftmüll ist nicht so gut. Hast du mit mir geredet? Ich behaupte jetzt mal nein, aber man kann sich ja immer irren. Und ich weiß nicht, was du hast. Aber das gefällt mir gar nicht. Hammer Time. Hupperle. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Aber mein Gott, diese Rüstung hätte ich liebend gerne. Was ist das jetzt? Digital Armor? Bitte was? Liquidator. Klingen Powergriff erhalten? Also jetzt wird's aber lustig hier. Was bist du denn? Aha, aha. Power Drill Arm. Der ist nicht schlecht, aber mein Hämmerchen ist doch noch ein bisschen besser. Aber ist einseitig montiert. Es hat was. Ich glaube, ich muss ziemlich ganz viel mehr. Hallöchen. Von dem Giftmüll. Nicht von dem Giftmüll, Entschuldigung. Linker Arm. Warum nicht? Wir holen uns den jetzt mal rüber. Was ist das? Eine andere Waffe. Nee, ist genau die gleiche wieder. Na, komm her. Put. Ich muss doch sehen, was du so alles hast an dir. Du darfst ruhig kommen. Okay, an den Beinen hast du zumindest schon mal nix. Nope, dann hast du nix. Also ist es eigentlich Beste, wenn wir dir... Wobei, einen Arm hat er mal schon. Den Körper können wir dann noch klauen. Oh, na, das können wir machen. Das können wir mehr als machen. Wir müssen nicht noch weiter vorlaufen. Ich möchte eher, dass du mal zu uns rüberkommst. Ja, komm her. Put. Na komm, das ist etwas. Ich will nicht mehr, dass die Drohne alles kaputt macht. Jetzt da. Da siehst du mich endlich, Kollege. Hier, guck mal. Hey, ich stehe direkt vor dir. Also du könntest schon langsam den Anstand... Oh Gott, okay, hat der Anstand zu kommen. Und wieder den Anstand zu kommen. Hoppade. Bam. Und noch ein... Oh Gott, okay. Das war zu viel des Guten. Ja, ich popp gerade so ein bisschen den Boden. Das war jetzt eigentlich ungewollt. Was mehr ist ungewollt. Merke, Hammer Time ist nicht die beste Time. Über 4000 habe ich jetzt da unten liegen lassen. Ja, ich beeile mich ja, Oh Mann, was muss ich jetzt wieder alles... Das muss ich mich da durchkämpfen? Oh je. Hallo, komm, Beeilung. Habe ich irgendwas freigeschalten? Eigentlich nicht. Nicht wirklich. Okay. Das war dumm. Hupale. Aua. Oh, danke schön. Ich kann sagen, da habe ich jetzt nichts dazu gewonnen. Definitiv überhaupt rein gar nichts. Auch nicht zeittechnisch. Hup. Hier ist irgendwas hier. Das wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Verlorenes Altmetall. 60 Meter Entfernung. Ja, so schnell komme ich da nicht hin. Das kann ich wahrscheinlich knicken. Ey. Au. Exekutieren. Weg mit dir. Beine wegschießen. Dankeschön. Entweder du gibst mir was oder ich gehe gleich weiter. Du gibst mir nichts. Okay. Dann gibst du mir nichts. Sag ich jetzt auch nicht mehr dazu.
Bäm, ins Knie damit und einmal ins Gesicht und nochmal so rüber. Fertig war die Welt. Oh, nein, oder? Das waren einmal Kronjuwelen. Das waren definitiv mal Kronjuwelen. Jetzt sind sie keine mehr. Jetzt ist nur noch Matsch. Aber davor waren es mal Kronjuwelen. Okay, komm schon. Interagieren. Jetzt bin ich gerade. Ich bin in den... Oh, in den Gang reingerannt. Das heißt, ich bräuchte etwas Leichteres. Ich muss mich ja bewegen können. Okay. Ich muss ein paar Gegner einfach, ja, ignorieren. Na komm, geh zu. Sag, geh zu! Okay. Aufzug. Hast du es nicht verstanden? Ich bin hier drin. Dankeschön. Ich glaube, die Aufzugkontrollen haben so ein kleines bisschen geschlafen. Mit ein kleines bisschen meine ich verdammt lang geschlafen. Hoppale. Okay, einmal hier durch. Hoppale. Hoppale. Nicht mit mir, nicht mit mir. Dankeschön. Ich muss hier bloß einmal durchlaufen. Alles andere ist mir sowas von schnurzpiepegal. Ich weiß, wenn ich was töte, bekomme ich noch mehr Zeit dazu, aber in dem Augenblick, in dem Moment, ist es mir gerade... Okay, doch nicht ganz egal. Doch nicht ganz egal. Oh, Hilfe. Au, 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 au. Nein. Oh, scheiße, das habe ich auf meine Maus draufgeschlagen. Okay, gut. Es gibt keinen einfachen Weg darunter, so wie es ausschaut. Ich muss mich wieder durchkämpfen. Und ich habe kein Altmetall, sonst irgendwas. Habe ich irgendwas zum... Ach, stimmt, Moment. Habe ich nicht jede Menge Schrott oder sowas, was ich vielleicht verwenden könnte? Ja, das wäre jetzt zu schön gewesen. Okay, vergiss es. Da habe ich was. Schematas habe ich. Komponenten habe ich auch. Das war es aber schon. Organizer, Ausrüstung. 2500. Ich glaube, davon kann ich hier nichts verwenden. 3000. Okay, Energie. Die kann ich nach oben machen. Das sage ich jetzt auch nicht nein dazu. Schönen Tag, Warren. Ja, danke. Den werde ich eventuell haben, wenn ich hier mal weiterkommen könnte. Also das Ding ist echt böse. Da kann man ja viel sagen. Da war das erste Gebiet noch richtig chillig. Ja, das Altmetall werde ich nicht so schnell bekommen. Definitiv nicht so schnell. Wir probieren mit dem ein bisschen was zu machen. Au. Das lief auch schon mal ein bisschen besser ab. Also irgendwie, ich muss ja... Wenn ich blocke, mache ich das mit... Mit Q. Okay. Vielleicht muss ich wirklich mal probieren zu blocken. Mal gucken, ob ich damit was reißen kann. Probieren es hier beim ersten aus. Schauen wir nochmal. Oh. Okay, vergiss es. Nope, das hat definitiv nicht funktioniert. Das war keine schöne Aktion. Okay, einmal probieren wir es noch. Einmal probieren wir es noch, da runter zu kommen. Und zwar mit ordentlich Schmackes. Ist das vielleicht einfacher, mit dem Gamepad zu spielen? Ich bin gerade echt... Ganz leicht überfordert. Oh. Dich auf. Meine Nachrichten? Sie hat gesagt, ich sollte zur Vorstandsebene gehen. Das ist sicher. Komm jederzeit wieder. Sie abgeriegelt, aber der Weg dahin... Das hatten wir schon mal. Die Autolok hatten wir schon mal. Bald unter Kontrolle sein und dass sie externe Unterstützung angefordert haben. Das zeigt nur, wie ernst die Lage ist, wenn sie um Hilfe von draußen bitten. Aber weißt du was? Ist okay. Wenn wir alles unter Kontrolle haben, dann werde ich einfach hier sitzen bleiben und warten. Es ist erschreckend genug, den Geräuschen zu lauschen. Geschweige denn, daran bin ich sicher. Ich muss einfach nur genug drauf von und da passt das schon. Und gelegentlich mal in den Bein aufklauben. Bin ich zufrieden mit der Welt. Können wir mal so lassen für den Anfang. Ich würde dich am liebsten auch hier runterspringen, aber... Das ist auch nicht so das Wahre. Was ich auch mal gerne haben würde, wäre diese... Wunderbar...
Okay, Moment, ich habe hier gerade irgendwas mit dem... mit dem Symbol, mit dem ich gerade nichts anfangen kann, irgendwie. Altmetall. Altmetall. Hallo, Altmetall. Körper, linkes Bein, Körper, rechtes Bein. Rechter Arm. Ich glaube, damit können wir doch was anfangen. Huah! Und zack! Diesen rechten Arm hätte ich liebend gerne. Au. Genauso wie ich das eben gerne hätte. Und deinen Schädel. Das wollte ich doch nicht so wörtlich nehmen. Da hat jemand echt den Kopf verloren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, gut. Ich sag nicht nein dazu. Einmal hoch ein. Was ich eben nicht verstehe, warum das Ding da oben ist. Eigentlich bräuchte ich so eine, sagt es mir, so eine Heilboje weiter unten. Weil da sind die Feinde doch etwas zahlreicher, möchte ich doch mal behaupten. Na komm, einmal rein, dankeschön. Ist Spider ein defekter Spider? Hm. Wir probieren den mal aus. Wir probieren einfach mal aus. Hallo. Kuckuck. Aufzug. Funktioniere. Hier, ich bin drin. Dankeschön. Das ist irgendwie... irgendwie scheint der Aufzug nicht immer so richtig zu funktionieren, wie er eigentlich sollte. So, ich nehme das Kettenschwert. Wir müssen eben rennen. Da! Wie ein wahres Space Marine. Also fühle ich mich echt nach und nach. Und dann, hopp. So, gut, er kommt eh nicht weiter durch. Huah! Ja, passt schon, passt schon. Nein, 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 nein. Macht euch nur gegenseitig fertig. Halt, ich habe eine Idee. Ich habe eine wunderbare Idee. Jetzt gehe ich nach hier oben. Jetzt gehe ich nach hier oben und zeige es ihm da. Hört ihr gefälligst auf? Komm, ich möchte ihn hier. Kannst du ihn nicht mal anvisieren? Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, irgendwie muss das Ganze doch hier funktionieren. Huah! Und weg ist er. Hehehehe. Bevor er noch überhaupt in der Lage war, dankeschön, seinen Raketenwerfer in die Hand zu nehmen. Oder steht da noch einer? Ich glaube... ja, zum Glück nicht. Er ist, glaube ich, hochgedreht, wenn da wirklich noch mal eine gestanden wäre. Okay, was bist denn du? Interagier mit der Tür. Ach, komm schon. Und das hätte ich jetzt die ganze Zeit schon machen können. Oh. Okay, man sieht, man kann sich das Leben auch definitiv schwerer machen. Dann schauen wir noch, ob man vielleicht... Wo kommst du noch von mir her? Zum Geier noch eins. Wolframverhebelung. Okay, gut. Danke für den Herzkasper. Genau das ist das, was ich jetzt gebraucht habe noch. Ein Herzkasper von dir. Okay. Heißt, wir haben unseren Weg hier durchgefunden. Moment mal. Hä? Okay, Moment. Wie zum... warum zum... war hier mal ein Weg nach oben und ich habe ihn versperrt, oder... kommt man da später mal hin? Okay, gut. Das ist gerade ein bisschen zu viel. Oder komme ich da hoch irgendwie nochmal? Ne, das sind bloß Transportschienen, so wie es ausschaut. Ich komme hier aber runter. Den klaue ich mir. Oh. Ach, da muss ich runtergehen. Und papp. Recycling Buddy. Was ist denn der Recycling Buddy? Dein Freund und Helfer im Recycling-Zeitalter wahrscheinlich. Recycle-Eignisware. Recycling Buddy. Wird die Menge Altmann, die man bei getöteten Gegnern findet, plus 10%? Ja, ich glaube, ich muss mal ganz... Au, 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 komm schon. Ich glaube, ich muss mal hier weg. Ich gehe mal hoch und tue mich mal ein bisschen anders upgraden. Also mehr Altmetall ist schon mal geil.
Altmetall kann man nämlich nie genug haben. Schade, ich dachte, ich kann ihn noch abschleppen. Noch etwas abzwickeln. Ja, weil die Abkürzung ist mehr als Gold wert. Da muss ich mich nicht mehr durch den Kontrollraum durchgehen, was... Ja. Ihr habt es ja gesehen, wenn ich nicht aufpasse, kann selbst der kleine Kontroller mit seinen zwei Gegnern ziemlich schnell tödlich für mich sein. Ach stimmt, wir haben da unten noch einen. Komm, den nehmen wir noch mit. Haben wir noch ein bisschen Altmetall. Und zwar deine Waffe, die ich habe. Krieg ich die vielleicht? Nichts. Rein gar nichts. Oh, langweilig. Hier ist auch nichts zum kaputt machen. Ja, ich habe schon gelernt, zu gelegentlich muss man mal gucken, ob man nicht irgendwie eine Wand einreißen kann. Einfach nur, weil wir es können. Dies ist keine genehmigte Pause. Ich mache trotzdem Pause. Als ob das Ding mir sagen könnte, wann ich Pause machen möchte und wann nicht. Okay, jetzt schauen wir doch mal. Was ist denn das überhaupt für eine Einheit? Was ist denn die eigentlich gut? Ich habe schon den Buddy dafür, aber das war's auch schon. Ich habe die ganzen Sachen hier schon. Die habe ich auch schon. Ich könnte einen Helm noch machen. Ach genau. Was fehlt mir überhaupt noch? Brust? Rhino? Armrhino? Ich habe noch keinen Rhino-Kopf. Mir fehlt noch einmal Bein. Und einmal der gute... Na komm, Dankeschön. Das fehlt mir und das fehlt mir. Jetzt schauen wir mal. 887, das gilt glaube ich nicht ganz so auf, oder? Kann ich beide machen? 985. Das wären dann 1600, 1700, das geht nicht. Aber ich kann den Helm machen und eins von den beiden. Das geht wiederum. Operator-Ding. Also nach und nach werden wir so alles machen. Hilft eh nichts. Okay, wir bauen zuerst mal dich hier. Und dann bauen wir dich hier. Jetzt ist die Frage, haben wir vielleicht noch Altmetall oder sowas? Gestörte Objekte, nein. Verbrauchsgegenstände, ja. 600, das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir können... Nee, nicht ganz. Schade, das wäre jetzt zu schön gewesen. Ja, mit 600 brauchen wir auch nicht anfangen, irgendwas abzugraden, so wie es ausschaut. Aber wir können zumindest mal schauen, hier. Ein anderes... Willst du mich verkacken? Jetzt habe ich nicht genug Kernenergie, um meine Ausrüstung anzulegen. Oh, komm schon. Liegt das an den Implantaten? Distanz? Boah, Kernenergie, das ist ein Signal, wenn sich Gegenstände Geheimnisse entgegenführen. Gut, medizinischer Monitor. Den wollte ich eigentlich immer dazu haben. Vitalbooster, braucht Kernenergie. Ein bisschen mehr Leben. Wir können Leben, wenn Finisher Moves. Die ist natürlich auch wichtig. Mit dem kann ich mir so ziemlich vieles schöner reden. Okay, wisst ihr was? Das machen wir raus. Machen wir den Recycler-Party rein. Ach, auch nicht genug Kernenergie. Okay, also ich habe gerade für nichts genug Kernenergie. Habe ich jetzt alles umsonst abgegradet oder was? Ah, okay. Den Arm vielleicht? Also, Moment, Arm nicht, wenn, dann habe ich einen Fuß. Der geht noch. Und ich schaue einfach nur schnieke aus. Okay, heißt... Wir müssen ein bisschen mehr Altmetall farmen. Wie wir das machen, seht ihr in der nächsten Aufnahmerunde. Bis dato aber hoffe ich, ihr habt viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein könntet. Bis dato macht's gut und wie immer. Tschüssi. Hätte ich gedacht, dass die Kernenergie so schnell wieder verbraucht ist.